David, so ein Spiel schon mal erlebt? Ja, gut. In dem Sinne nicht erlebt, dass ich so einen Fehler gemacht habe und dass dann noch die rote Karte dazukommt. Und das ist natürlich sehr bitter, der Abend. Tut mir sehr leid für den Manu und für den Paul, der dann ausgewechselt werden musste. Ja, das erste Tor geht ganz klar auf meine Kappe. Ich denke, wir haben dann wirklich Kämpfer jetzt bewiesen und ja, hätten uns fast noch belohnt. Ich meine jetzt gar nicht auch so dich persönlich, sondern ganz im Allgemeinen. Also es war ja unfassbar. Ihr seid in Rückstand geraten, auf Dreierkette umgestellt, zurückgekommen. Also am Ende dann noch den Ausgleich kassiert. Also von der Dramaturgie her doch eigentlich für den neutralen Zuschauer zumindest ein unfassbares Spiel, oder? Ja klar, natürlich, aber wir sind in erster Linie jetzt enttäuscht und vor allem auch ich und brauche jetzt erstmal ein, zwei Tage, um das zu verarbeiten. Und dann geht's weiter, müssen wir nach vorne schauen, nach Darmstadt und ja, weniger Fehler machen und ja, dann hoffentlich 3 Punkte holen. Lass uns mal kurz teilhaben an deinem Seelenleben. Du hast angesprochen, sicherlich als Fehler zu werten, der zu kurz geratene Rückpass auf Manuel Riemann, der dann rot kriegt, 11 Meter Rückstand und dann machst du das Tor. Ist das dann wie eine Befreiung? Ist man dann wieder im Spiel, oder? Nee, gut, Fehler gehören zum Fußball dazu und heute war ich an der Reihe, habe einen Fehler gemacht und dann geht es natürlich weiter. Es bringt dann nichts, irgendwie mit gesenktem Kopf rumzulaufen, das bringt dann nichts in der Situation und habe dann versucht, einfach wieder das ganz normale Spiel zu finden und ist mir dann eigentlich über weite Strecken auch gelungen. Und Wenn wir jetzt mal über die kompletten 90 Minuten schauen, 2 Punkte verloren, 1 gewonnen, wie beurteilst du es? 2 Punkte verloren, also wir haben uns heute fest vorgenommen, 3 Punkte einzufahren und natürlich dann schwer, mit einem Mann weniger über 70 Minuten. Dann 3 Punkte zu holen, hätten wir fast geschafft, aber wie gesagt, die Chemnitzer haben dagegen gehalten und haben sich dann zum Schluss noch belohnt. Und zwischenzeitlich mit 4 Stürmern gespielt? Ja, die haben alles nach vorne geworfen, die hatten nichts mehr zu verlieren, die waren ein Mann mehr und waren im Rückstand und dann ist klar, dass sie dann alles nach vorne werfen und hatten dann natürlich auch noch das Quäntchen Glück dann auf ihrer Seite, wobei es ja nicht ganz unverdient war. Alles klar, danke dir.